Jawohl, servus. Neue Runden bei GTR 2. Und statt der Meisterschaft fahren wir heute mal wieder offenes Rennen. Und zwar zwecks Abwechslung. Okay, wir nehmen da den Porsche 911. Seht das? So schaut er aus. Und als Strecke nehmen wir Varano. Das ist eine relativ kurze Bahn in Italien. Und zwar bei einer Rennzeit von 19 Minuten. Das gelangt. Und weil wir zuletzt gerade gegen 5 Gegner gefahren sind, nehmen wir 25. Damit ein bisschen mehr los ist. Bei Stärke 95, das langt. Okay. 19 Minuten bedeuten 15 Runden. So, wie schaut das aus mit dem Sprit? 15 Runden, ja, ein bisschen mehr. Man weiß es nie, gell? Nehmen wir 20. Okay, dann deine Mission. Start mal durch. Der große Preis von Varano. Da festhalten. Und ab geht's. Ich seh's schon, gell? Da ist ein bisschen mehr los. Bei 25 Gegner. Und da los. Die Deppen fährt zu. Wer trödelt, wird überholt, gell? Ganz einfach. 16. bin ich schon mal. Wer ist da, der Holzer? Und der Siedler. Das ist der letzte Siedler von Catan. Und weg ist er. Mit Stärke 95 ist der Schwierigkeitsgrad ziemlich ausgeglichen, gell? Man kann gewinnen, aber auch verlieren. Heute ist alles drin. Wer ist das? Der Edwards. Die Kurve ist ein bisschen tückisch. Alter. Ich glaube, da hat es gescheppert, gell? Aber ich kann mir wurscht, ey. Da sind wir schon vorbei. Und zweite Runde. Im Moment um 14. Jetzt haben wir 13. Hier Victor Edwards. Er muss ein bisschen blöd machen für mich. So, jetzt haben wir 12. Hummel schaut da vorne aus. Geh wie vorbei. Ich meine, heute pressiert man. Heute muss ich eigentlich aufs Podest. Jetzt haben wir die da vorne, ist der lästig. Weil er auf den Bock jetzt. Jetzt oder nie? Oder sucht. Das Blöde ist, die Gerade ist nicht besonders lang, gell? Aber öfter. Der Armindo. Armindo, geh weg da. Ah, der Mognik. Der wehrt sich. Aber vergeblich. Den nehme ich auch noch mit. Weil er gerade da war. Also mal. Der Falkner. Also mal schon wieder drüber ruppelt. Der fährt da wie ein Damischer. Mal war nicht gut. Aber noch bin ich ins Hinter.
Der Watz. Der Watz vom Watzmann. Weil er redet. Redet den Hammer. Jetzt kommt der Falkner, der brutale Hund. Ich glaube, da muss ich ein bisschen die Rambo-Methode auspacken, damit die Viere kommen. Weg den Rambo in dir. Nach hinten habe ich 1,6 Vorsprung, gell? Geht schon mal. Ah, da liegt noch vorne da. Das ist schlecht. Da muss ich groß auf einfallen. Ja, pass auf. 1,2. So, mein Falkner, schleich dich mal da. Ich mag auch mal vorbei. Die Leute, die kommen noch, gell? Die sind ein bisschen tückisch. Die mag ich nicht. Jetzt muss ich gerade abpassen, damit die da vorne nicht davor fahren. Dann meine ich, komme ich nicht mehr nach. Aber es geht noch. Quasi unter Rückstand. Oh, Vorsicht! Spät bremst. Etwas Risiko. So, jetzt haben wir Siebter. Jawohl. Der Alzen, im Bock Jena. So schaut es aus, wenn ich Sechster bin, dann sind noch 5 vor mir. Sehen tue ich aber gerade 4, gell? Jetzt ist jetzt einmal der Van Lagen fällig. Und wir haben noch knapp 12 Minuten. Van Lagen, geh weg da. Seht ihr, jetzt bin ich schon mit dem Fünfter. Was ist denn hier da, he? Schlaft ihr? Ja, wenn er schlaft, wird er überholt, gell? Und da ist er schon, der Reginger. Der Papst Reginger, der Fünfte. Was sagen wir mal? Jetzt, wenn ich den noch packe, dann bin ich auf dem Podest, gell? Erst einmal. Zumindest als Brosigen. So, wie schaut denn aus? Papst Reginger.
Jawohl. Den haben wir. Da hilft ihm der heilige Schein auch nicht. Allerdings habe ich jetzt einen Rückstand von knapp 7 Sekunden auf dem Vordermann. Das freut mich nicht so. Ich glaube, da werde ich jetzt ein bisschen mit Risiko vermissen. Oh Scheiße, ich bin mehr geworden. Mehr schon weniger. Mutter weniger werden. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, gell? Knapp 10 Minuten noch. Aber mit dem Porsche kann man relativ gut fahren, gell? Wenn man den einmal beherrscht. Dauert ein bisschen. Also, wir haben schon 8,2. Scheiße, verbremst. Da war ich mit den Gedanken woanders. Da war ich mit den Gedanken schon am Essenplatz. Scheiße, die Kurven da. 10 Sekunden, oh Gott. Ich meine, wird nichts mehr. Mit dem zweiten Platz wird es nichts mehr. Ich schweige mit dem ersten. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah, da drin sind sie. Allerdings habe ich nach hinten einen Vorsprung, gell? 4,3. Ich glaube, wenn es so bleibt, dann habe ich einen guten dritten Platz. So, wie schaut es mit der Zeit aus? Bisschen was über 7 Minuten geht. Und gleich geht es in die 11. Runden. 15 hat er gesagt. Scheiße. Er bremsen da immer so spät. Und ein bisschen was habe ich gut gemacht. Man besser halt gar nichts. Na gut, ist schon wieder vorbei. Scheiße. Ja, ich mach, da geht ein bisschen mehr. Aber nicht verzagen. Vielleicht machen wir nur einen Fehler. Hat immer was besser, gell?
Jetzt sind wir wieder hoch, gehen wir auf 9,4. Ich glaube, mehr geht nicht mehr, gell? Ich meine, was? Wobei, 8,5. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja, sag mal, wie fahren die, ha? Die fliegen ja. Ich glaube, die fahren gerade ein bisschen besser als ich, gell? Die machen nicht so viele Fehler. 9 persönliche Bestzeit. Au. Sorry, Mann. Da bin ich ein bisschen früh abgegangen. Ich kann mit dem Eifer des Gefechts passieren, gell? So, bin ich wieder bei 8,3. Ist das schon gehen? Aber die zeigt noch mal nicht mehr. Okay, Leute, es geht jetzt in die 14. Runden. Warte, normalerweise die vorletzte. Und 3 Minuten 30 gehen wir auch noch. Scheiße. Fast verbremst. So bin ich wieder bei Nanny. Scheiße. Mehr schaffe ich nicht. Sektor 3, sagt er. Das könnte eventuell vor mir sein, ja? Wie schaut denn aus? Hat's uns zerlegt? Nicht, gell? Wobei? Da ist er noch drin, schön. Oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Hey, ich mein, da ist noch eine Box dran, da vorne ist er. Jetzt habe ich gerade einen Rückstand von 3,9. Scheiße, ein bisschen spät. Letzte Runden. Also nicht, geh. Scheiße. Aber ich meine, es lohnt nicht mehr. Da so mal. Der mit zusammenreißen. Ja, pass auf, der erste ist schon drüber, gell? Ich komm noch. Und da bin ich. Ein gesunder dritter Platz. Weg das. Also, der Tank. Tanken werden wir nicht mehr. Jetzt fahren wir noch eine Runde und dann eine in die Box. Zumindest bin ich aufs Podium gekommen, gell? Kann ich sehen lassen. Nach den ganzen Niederlagen zuletzt in der Meisterschaft.
Ich glaube, bei Gelegenheit kann man mal 24 Stunden Rennen fahren. Allerdings simuliert auf eine Stunde, gell? Weil echt die 24 Stunden ein bisschen lang warten. So, wie schaut denn aus mit der Boxeneinfahrt, hä? Da war es noch nicht. Ich werde davon kommen. Ah, da ist. Ab in den Pitstop. Aber was haben sie da für Eck? Nein, noch nicht. Hört das. Okay, Leute, das war auf jeden Fall ein tapferer dritter Platz, gell? Und beim nächsten Mal fahren wir vielleicht wieder eine Meisterschaft. Bis dann und servus.